Hallo Wassermann, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina Wassermann. Heute möchte ich gerne mit dir diese Information teilen, die dich erwarten kann, 24. bis 30. Mai, okay? Einige von euch Wassermänner, seid ihr voll im Flow, seid ihr glücklich, habt ihr einen Neubeginn, ja? Ihr seid in der Liebe happy, was auch immer. Aber es kann sein, dass die anderen Wassermänner, einige Wassermänner unter euch kommende Woche ein paar Probleme haben könnten mit einer Umsetzung, ein paar Probleme damit haben könnten, einen neuen Lebensweg zu gehen. Einige Wassermänner könnten mit dem wirklichen Loslassen noch nicht ganz abgeschlossen haben. Immer wenn du merkst, Wassermann, dass eine Energie dich blockiert, dass du in Nostalgie gerätst, ja, dass du das Gefühl hast, zwar frei zu sein, aber trotzdem eine Traurigkeit vielleicht verspürst, dass ein Heilungsprozess noch nicht ganz abgeschlossen ist, dass die Liebe noch nicht ganz so will. Nächste Woche heißt es einfach, bleibe einen Moment stehen, schaue nach links, schaue nach rechts, schaue nach vorne, schaue nach hinten, okay? Atme tief durch und wege ab, was ist das, was dich wirklich weiterbringen kann in einer nahen Zukunft. Was möchtest du? Ein paar Herausforderungen, ein paar Fragen, ein paar Diskussionen können dich erwarten. Aber Wassermann, es geht in den nächsten 5 bis 7 Tagen einfach nur darum, einen Moment durchzuatmen, still zu sein, zu lauschen, zu hören und dann den Schritt nach vorne zu wagen. Es ist nur eine kleine temporäre Brücke, die du überstehen darfst nächste Woche. Nichts Dramatisches. Ich wünsche dir alles Liebe, private Legung. Schreib mich an. Kommentare werden alle von mir beantwortet. Alles Liebe, bis später. Bye.